Hallöchen. Es ist morgens 7:30 Uhr, bevor ich auf Arbeit muss. Wir müssen noch schnell die erste Expedition checken. Die sollte ja jetzt fertig sein. Wo ist denn eigentlich mein Maschübsche hier? Ich bin wieder zu nah. Ich bin zu nah. Nachbesprechung, da stand es doch gerade. Warp ist hier nicht möglich. Ach komm, weil hier eine andere. Ah! Hätte ich mal eine Atmosphäre. Ich hole, das würde schneller gehen. So, jetzt aber hier. Fump. Der Flottenkommandoraum wartet auf mich. Ist ja wirklich schon sehr, 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 sehr lange her bei mir mit den Flotten. Bin ja mal gespannt, was es als Belohnung gibt. Mit viel erwarte ich jetzt noch nicht. Es sind ja nur zwei C-Fregatten. Da kann ja nicht viel bei rumkommen. Aber sie leveln. Flottenkommandant bereit. Dann machen wir Nachbesprechung. Aha, 37.000 Units, ich hab's da. Wir verkauften sie mit kleinen Verlusten. Aha. Seltenes Metallelement. Weiterverkauf war nicht möglich. Na, sehr erfolgreich waren die jetzt nicht. Richtige Geldstrafe. Okay. Da mussten sie flüchten. Das ist schön, dieses Protokoll. Unbedeutend, alles klar. Die lokale Wirtschaft war zu schwach für profitable Geschäfte. Verkauft mit kleinen Verlusten. Oh je. Also, seltenes Metallelement, Kobex, Konvergenzwürfel, Zwehe und 100.000 Units. Das war jetzt nicht so der Burner, aber für den Anfang ganz gut. Dann machen wir doch gleich mal eine neue. Haben wir Handel hier? Handel haben wir da. Gut, die sind. Schade, schade, schade. Oder schicke ein Schiff dahin, ein Schiff dahin. Das könnte ich auch machen. Ach, ist eigentlich egal. So. Nötiger Treibstoff haben wir. Ja, scheinbar. Okay, dann ist die wieder unterwegs. Genau. Alles gleiche. Schiffe inspizieren. Alles schick. Alles schick. Ja, die werden noch ein paar Flüge brauchen, bis auf B aufsteigen. Deswegen will ich sie jetzt mal am Tag hier reinschauen. Hey, haut doch nicht ab. So, nun schauen wir mal. Ich hätte ja gerne, sehr gerne ein System, wo es einen paradiesischen Planeten gibt. Ich möchte nämlich, ich möchte mich heimisch niederlassen. Nein, stimmt, ich habe ja Apollo nach einer Anomalie gefragt. Na, darf ich wieder was machen? Bitte, danke, danke. Aha. Was kann ich? Kann ich da überhaupt noch irgendwas tun? In der Atlas-Station? Eigentlich nicht. Ich werde mal hinfliegen. Mal gucken.
Schauen wir einfach mal. Hier, wenn ich mir das alles so angucke. Ich brauche Platz, Platz, Platz. Komm schon. Gut, da hinten sind wieder die Teile, das ist ja eigentlich Quatsch. Wo wir Herz der Sonne brauchen, habe ich ja schon gemacht. Wie hieß es? Nicht Erinnerung. Sternsamen, genau. Den kriege ich ja nicht nochmal. Tatsache. Puh, puh, puh. So, jetzt ist das Zeichen erstmal weg. Sprich mit dem Atlas. Ja, ja. Ach, jetzt muss ich hier tatsächlich alles wieder aktivieren hier. Na, machen wir. Ist wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich Zeitverschwendung. Was wir alles schon gemacht haben. Wir noch. Ein Herz der Sonne nötig. Aha. Könnte ich das jetzt echt nochmal machen? Gute Frage. Aber egal. Zurück zum Schiff. Jetzt schauen wir mal, ob wir einen schönen Planeten finden. Also der sieht nicht schön aus. Katastrophales Terraforming. Ja, die sind gar nicht toll. Verwildert mit aggressiven Wächtern, genau. Haha. Ganz sicher. Und ein Lehrer. Na, das wird ja hier nichts. Station. Naja, auch Bus B. Na, komm. Und es wäre natürlich schön, wenn es ein Gag-System wäre. Ich mag die doch, die Klick-Gag. Paradiesischer Planet, ein Gag-System, möglichst auf der Station viele tolle Sachen, die ich brauche. Ja. Das wird wahrscheinlich unmöglich sein, sowas zu finden. Die Ansprüche sollte ich dann mal etwas runterschrauben. Sengend heiß. Ist nicht so schön. Der sieht auch nicht besonders toll aus. Unbewohnbar. Aber was für eine Gegend bin ich denn hier gelandet?
ich jetzt keine Lust drauf. Fehlgeschlagen. Ja, okay, werde ich mal. Ja. Werde ich mal noch einen Slot kaufen. Irgendwann mal fertig werde. Guten Tag, guten Tag. Geschenke. Wie kommt der da an? Na, bei dem werde ich doch gleich mal was einkaufen. Das Ding ist aber schnell. Sonst muss man doch immer so lange warten, bis die kommen. Z-Beyond. Ich möchte was kaufen. Sauerstoff. Woraus ich dann wieder Kohlenstoff mache. So. Der hat die Natrium. Brauchte ich die nicht noch? Für irgendwas? Mal kurz gucken hier. Was ist denn hier noch kaputt? Da brauche ich nochmal einen Kobaltspiegel. Ne, hier war ja nichts. Hier ist alles schon wieder heiler. Nö, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ich brauche Natrium, Nitrat, Kabelbaum. Dreimal Antimaterie kann ich mir. Kann ich mir gar nicht leisten, weil ich verdichteten Goldstoff brauche. Alles klar, alles klar. Ein S-Transporter. Zeig ich mal her. Bin ja noch, tatsächlich noch nie Transporter geflogen. Mach mir ein Angebot. Nicht schlecht. Der hat schön viele Slots. Ja, Transporter halt, ja. Ha. Preis verhandeln. 20 Millionen will er haben. Ich weiß aber ja nicht, was ich damit dann soll. Aber ich glaube, den kaufe ich nicht ein. Bloß nicht eintauschen. Kaufen. Ich kaufe den einfach mal. Flupp, weg ist er. Oh, was ist das? Sieht ja auch cool aus. Ist richtig was los? Primäres Raumschiff gewechselt. So, soll ich 20 Millionen ausgeben, nur damit das Ding auf meinem Frachter rumsteht. Aber bringt halt auch ein bisschen was. Nämlich so, Platz. Achso, ich. Das mache ich in der nächsten. Ich wollte doch noch ein bisschen was verkaufen, dass ich wieder Platz kriege hier. Da Gag. Ab zu Gag. Oder ich mache sie früher und mache mir eine mobile Basis. Trostlos. Mit meinem Frachter. Warte mal, da ist so was versteckt. Unbekannter Mond. Oha. Feuriger Mond. Ist auch sehr interessant. Wüstenplanet. Dahinter ist noch einer, aber der zeigt sich gerade nicht. Boah.
die nerven mich ja ganz schön gerade. So eklig. Dies ist ja ganz schön interessant. Ich glaube, ich muss mir denn doch langsam Gedanken machen über ein Einkommen. Ich habe hier so viele Möglichkeiten. Was mache ich dann? Ich habe alles schon im Mai gemacht. So eine Milliarde nebenbei machen, ja, könnte man tun. Aber wozu? Ne, ich kann das hier mit Hardcore sowieso nicht, stimmt. Ich habe gar nicht so viel Platz. Ich habe es ja nicht so gut wie die Spieler in den anderen Modis. Klasse A. Ein A-Jäger. Für 49 Millionen. Der dachte 30 Slots. Boah. So ein Frachtjäger. Nicht schlecht. Ich würde nicht kaufen. Warum immer kaufen, kaufen? Nein, Konsum hier. Verkaufen. Also, wir brauchen Quarantin nicht mehr. Ne, die lasse ich. Die lasse ich. Reine Ceridkuppe. Das Cadmium kann weg, das brauchen wir nicht. Alles weg. Das sowieso. Indium, Salz. Herox, Lemium. Diese Legierungen, die brauchen wir nicht. Aha. Geborgene Daten, naja. Ah, also brauche ich die Dinger für die. Ah, ich hab's verstanden. Hier habe ich nur eins. Das kann weg. Glas heben wir mal auf, wenn wir doch noch ein bisschen unter Wasser machen wollen. Ja. Alles gut. Kaufen. Ja, das Problem ist, ich habe ja in dieser Serie nur das Nötigste macht, um vorwärts zu kommen. Das heißt, jetzt wird einiges nötig werden. Die ganzen Baupläne. Ich habe 10-mal geborgene Daten. Das wird ja nimmer, nie, nicht reichen. Ich gehe erstmal gucken, was ich brauche. Da. Vielleicht mal gucken, was ich hier für die Quecksilbermission machen muss. Vielleicht doch ein bisschen Quecksilber. Lebenserhaltungsgel. 11-mal. Herrlich. Schon krass. So. Das ist alles Quark. So.
Für die Basis brauche ich auch noch einiges, okay. Aber ich werde erstmal. Das habe ich auch alles noch ja nicht. Ja, na, na. Wobei, das reicht erstmal. Das sind ja hier die Nautilonen. Meeresunterschlupf. Was gibt's denn da alles? Gut, so viel gibt's ja gar nicht. Unter Wasser. Ich wollte nicht mal gucken, ob man unter Wasser auch Farmen bauen kann, aber dann bräuchte ich ja unzählige dieser Räume. Wäre aber mal interessant. Ich glaube, ich mal versuchen. Batterie-Gasextraktor braucht man nicht. Das haben wir. Da brauchen wir nichts. So, jetzt ist los. Haha. Der kleine Kulturtrog. Große reicht nicht. Ich finde das echt blöd, dass die das nicht mehr anzeigen. Also ich weiß ja, dass ich Zähne habe, aber das muss doch hier angezeigt werden. So war es doch vorher auch. Frostwurzwürfel Glas. Gammagras dauert ganz schön lange. Nee. Ich mach wieder. Das. Und das. So. Ehemals Kuprit, Fetium, Magenkrampfblumen. Es hat 1000 Namen. Die brauchen wir noch und dann können wir schon fast loslegen. Tier Nip Nip, dann kann ich Nip 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 kann ich denn anpflanzen. Ja, wie war noch ein paar Daten. Daten, Daten, Daten. Nehme ich das gleich mal mit hier. Hier schon mal doch hin. Ach, das ist schon ein cooles Teil. So eine Station will ich auch bauen. Ich haben. Kann ich hier einen Semira-Sticker draufkleben? Meins. So, was brauche ich denn? Ach, ich brauche erstmal alles. Irgendwie brauche ich alles. Das kaputt machen. So, dann mal ins nächste System. Kiki! Ja, sehr schön. So, ich glaube, das ist doch wieder einmal nix. Kontaminierter Planet. Das ist aber auch eine Gegend hier. Hier ist ja alles tot. Und frostig. Tot und frostig. Naja, hier kann auch nicht viel sein. Entschuldigung. Staubig. So. Ey, das ist aber. Passiert das jetzt echt jedes Mal? Direkt nach Ankunft? Was machen die? Ist das. Boah. Das ist schon echt nervig.
glaube, ich werde testen. Ach nee, kann ich ja auch nicht. Ich habe ja noch ja nichts. Ich muss das hier alles erstmal suchen und sammeln. Hier Frostwurz und so. Ja. Na? So Kaktusfleisch brauche ich nicht. Wo war denn hier? Eisig, der sieht doch eisig aus. So, dann werde ich so nach und nach die Landwirtschaft aufbauen. Ja. Und dann ein bisschen Kohle verdienen. Und ich glaube, für Kohle werde ich einfach wieder. Nee, geht doch nicht. Ich habe hier so wenig Platz. Es gibt hier so viele Möglichkeiten. Achso, ich wollte ja, genau, ich will. Oh. Kollision mit der Tierwelt. Suchen wir mal. Da. Psst. Frostkristalle. Heulende Blizzards. Ach, komm schon. Oh, sind aber viele Tiere. Das ist ja schön. Das habe ich doch schon 4 von 10. Ihr seid hoffentlich alle lieb zu mir. So, das war's ja. Kann ich euch denn eigentlich füttern? Ach, Kreaturenkugeln brauche ich ja wieder. Ich werde dann ja auch Fizium brauchen. Na, nicht wegrennen. Oh. Hier ist ja was los. Stimmt, ich brauch's ja bloß fallen lassen. Ha. Oh, jetzt kommen sie aber alle. Ja, futtert schön, futtert schön. Ich glaube, ich kriege hier gleich ein Problem. Nee, das will ich nicht und das kann ich nicht. Okay, dann muss ich. Fetzium. Ja, die kacken jetzt hier schön alle hin. Ich weiß nicht, wie lange mein normaler Schutz hier hilft. Okay, das war der normale. Alles klar, ich habe mich vermacht. Der war nämlich gar nicht aufgeladen. Das hätte doch locker gereicht. Oh, da ist ein Jäger.
Ja, mich, da. Da liegt Kacke rum. Klasse. Ja, das lohnt sich schon bei so vielen Tieren. Einfach mal was hinzuschmeißen. Dann habe ich hier gerade wieder was hingeschmissen. Ja, ich wollte das doch eigentlich aufnehmen. Oh, jetzt kommen sie wieder alle. Aha. Ich glaube nicht. Ah, die kacken hier mal zweimal. Und dann laufen die hier schon irgendwo rum. Dann liegt hier wieder. Oh Gott. Das ist ja schön. Aber ich werde jetzt mir mal hier definitiv erstmal ein Fahrzeug bauen. So. Weil das wird hier, glaube ich, ein bisschen zu interessant. Wenn der Blizzard gleich kommt. Hohoho. Sehr schön, hier fällt es mir gerade. Kann ich doch schon mal schöne Sachen einsammeln. Was haben wir jetzt zusammen? Pup, pup, pup. Ja, das reicht schon mal für ein bisschen was. Und Fetzium haben wir auch schon 248. Na, Träumchen. Da brauchen wir bloß 10 Kohlenstoff für eine so eine Kreaturenkugel. Easy! Oh ja. Hier sieht es gerade nicht so toll aus. Ob ich mir auf diesem Planeten eine Basis errichte? Wäre gar nicht mal verkehrt, denke ich. Könnte was werden. Ja, allein die Masse an Tieren finde ich schon super. Die kommen auch noch. Die wollen auch was futtern. Aber wenn die kacken, dann regnet es hier. Fetzium. Fump. So. Und einmal gespeichert. Ja, ich bin mal hoch mit Schiff. Das ist ja. Das ist ja nicht für mich. Gut, Leute, dann werden wir uns mal morgen ein bisschen mit der Landwirtschaft beschäftigen. Oder hier noch eine Basis bauen. Ich werde das wahrscheinlich machen. Weil viele Tiere ist immer ganz gut für Fetium, Kuprit und wie man es auch immer nennen mag. Vielleicht heißt das nächste Patch wieder anders. Alles klar, dann bis morgen.